Hallo liebe Heroes-Fans, ja, hier ist wieder der Killy und ja, ich wollte jetzt gleich kommt erstmal ein Intro, das weiß ich noch, das werden wir uns gleich anschauen. Ja, und die Folgen werden immer so um die 15 Minuten lang sein, das will ich euch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen, jetzt geht's los, bis gleich. Herzog Pavel von Greif, Schlechter, Mörder von Kindern, Frauen. Pavel will Blut von meinem Volk. Pavel soll Blut haben. Orkblut verwandt mit Dämonenblut. Togul ruft Dämonenherrscher mit Togul's Blut. Komm! Kinder von Urgas! Recht, Togul! Recht, Stamm! Dein Zorn ist groß und stark, Schamane. Dein Ruf wurde erhört und beantwortet. Ich nehme dein Opfer an. Ich bin Ariban, der Prinz des Hasses, Meisterrecke des großen Urhekal. Deine Seele gehört jetzt mir. Töte Herzog Pavel und verwüste sein Reich. Erfülle die Herzen deiner Feinde mit bitteren Tränen der Wut. Slava, du kennst die Berichte über Dämonen an unseren Grenzen. Worauf wartest du? Er ist noch ein Kind hier. Ach kommt, Tante Sveltana. Jemand hat sich betrunken, ein Feuerelementar gesehen und es aufgebauscht. Hier waren keine Dämonen, seit Togul vor Dekaden seine Seele verkauft hat. Du nimmst deine Verantwortung zu sehr auf die leichte Schulter. Als Herzog hast du die Pflicht, die Wahrheit zu suchen und etwaige Dämonen zu töten. Schön. Ich mache die Runde und jage Hirngespinste. Eine feine Art, deine Tante zu behandeln. Ja, das war das Intro-Video von diesem Spiel. Ja, Tipp, willkommen auf der Weltkarte. Ein Doppelklick auf eine Stelle der Karte lässt euren Helden dorthin ziehen und mit Gebäuden, Kreaturen und Gegenständen interagieren. Der Mauszeiger auf diesen Elementen identifiziert sie, ein Rechtsklick auf sie ruft mehr Informationen auf. So, ich würde sagen, wir lassen uns mal weitere Tipps anzeigen. So, jetzt haben wir hier eine neue Aufgabe verfügbar. Joa. Was wird das denn sein? Klicken wir mal hier drauf. Was ist es? Joa. Dämonensichtung. Gerüchte erwähnen die Anwesenheit von Dämonen in den Bergen. Nordöstlich von Istalon. Sveltana hat den jungen Slava hergebracht, um ihn zu lehren, was es heißt, ein Greifherzog zu sein. Aktives Ziel, vernichtet die beiden Wolfsrudel und bekommt dafür 1000 Gold und 3 Holz. Das machen wir gleich mal. Aber, hier unten ist er schon gleich. Mache ich einmal einen Doppelklick auf den. Würde ich sagen, greifen wir den mal an. Also ich weiß jetzt noch, wie man kämpft und wie man das alles macht hier so. So, wieso braucht er denn jetzt so lange? Willkommen auf dem Schlachtfeld. Eure Einheiten bleiben auf der linken Seite. Euer Held als Unterstützung dahinter. Der Pfeil bleibt auf der rechten Seite. Ob das mal so bleibt? Anders als eure Kreaturen kann sich euer Held nicht auf dem Schlachtfeld bewegen und auch nicht direkt getroffen werden. Aber Vorsicht, der Verlust all eurer Kreaturen führt zur Niederlage. Das glaube ich. Jede Kreatur auf dem Schlachtfeld repräsentiert tatsächlich eine ganz große Gruppe von Kreaturen derselben Sorte. Die Zahl neben der Einheit zeigt an, wie viele Kreaturen die Einheit enthält. Ja, okay, die kleinen Zahlen hier. Dies ist die erste Runde der Schlacht. In jeder Runde werden die Einheiten auf dem Schlachtfeld in einer bestimmten Reihenfolge aktiv. In dieser Schlacht ziehen die Feindeinheiten zuerst. Aha. Interessant. Soeben haben die Feindkreaturen gehandelt. Jetzt sind
Armbrustschützen an der Reihe. Diese Einheit kann Fernangriffe unternehmen. Mit einem Linksklick auf deine Feindeinheit könnt ihr einen Armbrustschützen angreifen lassen. Jo, dann greifen wir erstmal den an. Boom. Jetzt sind die Wächter an der Reihe. Dieser Truppentyp kann nur Nahkampfangriff ausführen. Mensch. Ja. Mit eurem Linksklick auf eine Feindeinheit könnt Wächter und lasst sie anschließend angreifen. Wieso geht er darüber, bitte? Ich leuchte doch gar nicht. Egal. Also es war auf alle Fälle eine Falle. Hier oben könnt ihr noch sehen, was passiert in dem Kampf. Ihr könnt außerdem in jeder Runde einen Angriff mit eurem Held ausführen. Das ist doch geil. Aber nur ein und nur vor der Aktion einer eurer Einheiten. Der Button für den Heldenangriff ist Teil der Befehlskonsole in der unteren rechten Bildschirmecke. Mit Nahkampf an. Nein! Stirb nicht! Dammit! Und es ist tot! Nein! Zeig's ihm! Ja! Und ruf da! Jetzt hier der. Wie heißt der? Hat er überhaupt einen Namen? Er heißt Wächter. Aha. Und wir haben die erste Schlacht in diesem Spiel gewonnen. Unser Held gewann 187 EP. Dann schließen wir das gleich mal. Soll ich noch ein Wolfsrudel verballern? Was sagen? Ihr habt soeben Erz gefunden, in einer der vier Rohstoffe, die ihr sammeln könnt. Aha. Holzkristall, Erz und Gold sind die vier sammelbaren Rohstoffe, die euch ermöglichen werden, Kreaturen anzuwerben, eure Städte auszubauen und verschiedene Dinge zu kaufen. Aha. Von euren Helden liegt ein Artefakt. Artefakte können von euren Helden angelegt und benutzt werden. Sie steigern gewisse Attribute von Helden und ihren Armeen und manchmal gewähren sie auch zusätzliche Vorteile. Mit einem Doppelklick kannst du mit einem Kern, das ist ja heute ganz schlecht. Mit einem Doppelklick kannst du diese Truhe öffnen. Sagen wir einfach. Aha, Schicksalskraft. Ja, das nehme ich. Das vierblättige Krähenblatt wurde dem Inventar eures Helden hinzugefügt. Müssen wir hier draufklicken. Aha. Das sind jetzt alle zu viele Informationen, aber so, ich mache das mal ganz schnell. EP-Leiste, wo man die Erfahrungspunkte kriegt, dann meine Armee und dann ein Inventar. So, das kann ich jetzt hier, was kann ich denn damit machen? Kann ich nichts damit machen, ist ja nett. So, und dann schließen wir das gleich mal wieder. Aha, worum längst ist es jetzt so? Aber wir gehen jetzt erstmal hier. Bei euren Abenteuern werdet ihr auf zahlreiche unterschiedliche Gebäude auf der Weltkarte stoßen. Jedes dieser Gebäude bewirkt etwas anderes. Manche steigern bestimmte Attribute eurer Helden oder Kreaturen. Andere gewähren euch Vorteile. Diese Gebäude zur Linken ist eine Waffenschmiede. Mit einem Doppelklick darauf stattet ihr mit eurem Held einen Besuch ab. Okay. Machen wir das mal. Ihr habt soeben die Waffenschmiede besucht. Der Angriff eures Helden wurde soeben dauerhaft um 1 gesteigert. Das ist doch mal wunderbar. Aha. Lauf mal dahin jetzt. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Erfahrung. Und wir
Bewegungspunkte. Euer Held hat die Punkte für seine Zugweite verbraucht. Mit einem Klick auf diesen Button beendet ihr diese Runde. Okay. Nächste Runde ist angebrochen. Wir wollen zum Lagerfeuer laufen und haben Gold. Denk an Togruls Lava. Vergiss nicht, dass seine Rache deines Vaters Tod war. Wenn es hier Dämonen gibt, finde sie. Fang hier an. Prüf jeden Busch, jeden Weiler. Ja, ja, Svetana, machen wir. Ihr habt soeben Gold gefunden. Einer der vier Rohstoffe, die ihr jetzt sammeln könnt. Ja, ist klar. Hatten wir schon mal. Ui, jetzt haben wir hier schon einen stärkeren Wolf. Ich weiß jetzt nicht, was das für einer ist, aber den greifen wir mal an. Hoffentlich geht das jetzt hier ganz fix. Jetzt. Greifen wir den mal an, den Grauwolf. Und er verliert direkt zwei. Und nochmal. Mit einem Rechtsklick auf eure wie auch auf die Feindeinheiten könnt ihr detaillierte Informationen zu ihnen abrufen. Hatten wir das nicht schon mal? Aber naja. Jetzt greifen wir hier diesen Grauwolf an. Ne, das ist gar nicht der Grauwolf. Das ist der Schattenwolf. Das habe ich mit der rechten Taste gemacht. Das macht ja so einen komischen Angriff. Machen und so. Ja, mal gucken. Jetzt gehen die alle auf meinen Wächter. Finde ich aber gar nicht gut. Muss ich hier diesen Bigfoot hier wegkriegen. Ihr könnt die Richtung eurer Nahkämpfe ändern. Kämpfe. Bewegt den Angriffszeiger um die Feindeinheit, dann seht ihr, dass ihr den Zeiger entsprechend verändert. Ja, weiß ich. So, greife ich den auch jetzt mal so an. Von hier. Und Attacke! Und erst. Ja. Jetzt geht's ab. Gleich drei hat er abgezogen. Und das war's. Nicht nur mit dem Kampf, sondern auch mit Folge 1 von Might and Magic's Heroes mit dem Kili. Bis später.